Eine Kinderwunschbehandlung ist nicht nur emotional belastend, sondern auch teuer. Der Pharma- und Chemiekonzern Merck in Darmstadt möchte das jetzt ändern. Das Unternehmen ist selbst Weltmarktführer bei Fruchtbarkeitsbehandlungen. Seit Oktober bietet Merck allen Mitarbeitenden einen Zuschuss zur Kinderwunschbehandlung an, und zwar ab dem ersten Beschäftigungstag. Für Hormontests, Fruchtbarkeitstests, Hormonbehandlungen sowie künstliche Befruchtung. Es ist tatsächlich etwas, was wir auch länger schon in den USA und auch in Kanada und Japan unseren Beschäftigten zur Verfügung gestellt haben. Also in einigen Ländern haben wir bereits länger unsere Mitarbeitenden unterstützt bei der Erfüllung ihres Kinderwunsches. Und jetzt rollen wir das aus und bieten es in 8 weiteren Ländern, unter anderem auch in Deutschland, an. Und es ist eigentlich eine Initiative, die aus unserem Healthcare-Bereich kommt. Laut Familienministerium ist in Deutschland fast jedes 10. Paar ungewollt kinderlos, weltweit sogar jedes 7. Doch sollte ein Arbeitgeber die Kinderwunschbehandlung bezuschussen? Das Thema Familienplanung und Beruf ist ja schon grundsätzlich nicht immer einfach. Ein guter Ansatz, ein sehr schöner Ansatz. Besonders wenn man überlegt, wenn es historisch vielleicht eher ein bisschen kontra war, wenn der Kinderwunsch im Raum war. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Für viele Frauen geht es nicht so flott. Viele müssen 2, 3 Jahre versuchen und manchmal muss man in die Kinderwunschklinik. Und es wäre toll natürlich, wenn der Arbeitgeber das bezahlen würde oder einen Teil davon. Das ist aber ein wichtiges Thema und sehr, sehr, genau, schmerzhaftes Thema für viele Frauen und für viele Männer natürlich. Finde ich sehr, sehr gut. Also alle, die den Kinderwunsch haben, die sollen den auch erfüllt bekommen und idealerweise auch eine Möglichkeit haben, es finanziert zu bekommen. In Deutschland ist die Kinderwunschbehandlung an enge Richtlinien gebunden. Krankenkassen erstatten zum Beispiel 50% für bis zu 3 Behandlungszyklen einer künstlichen Befruchtung. Aber auch nur für heterosexuelle Ehepaare in einem bestimmten Alter. Merck's Angebot soll für alle Mitarbeitenden sowie deren Partnerinnen oder Partner gelten, egal in welcher Lebensform. Ob ich Single bin, ob ich verheiratet bin, ob ich in einer Partnerschaft bin, das gilt für Männer und Frauen, kann das eben in Anspruch genommen werden. Und was für uns auch ganz wichtig ist, das wird vertraulich in Anspruch genommen. Also wir haben da eine Stelle in der Personalabteilung geschaffen, wo man sich hinwenden kann, so dass der Vorgesetzte, die Vorgesetzte da gar nicht informiert wird und die Vertraulichkeit, der Datenschutz auch wirklich gewährleistet ist. Wer solch ein Benefit in Anspruch nimmt, sollte unbedingt die festgelegten Rahmenbedingungen beachten, rät Arbeitsrechtsanwältin Saskia Steffen. Ich würde sagen, dass das nicht unbedingt vergleichbar ist mit einem Telefonvertrag oder der Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, weil es ja doch um eine ganz persönliche Angelegenheit geht. Es sollte ganz genau darauf geachtet werden, wie am Ende diese Zusage bzw. der Vertrag gestaltet ist, sodass eine ganz minimale Anzahl von Personen im Unternehmen dann überhaupt nur Kenntnis davon erlangt. Auch sollte geregelt sein, was passiert, wenn der Arbeitgeber gewechselt wird. Gibt es irgendwelche Rückzahlungsverpflichtungen, wenn man vor einem bestimmten Zeitpunkt den Arbeitgeber wechselt? Darauf sollte man insbesondere achten. Arbeitgeber sollten zudem grundsätzliche Informationen zum Thema Kinderwunschbehandlung zur Verfügung stellen können. Jenny Saft berät Unternehmen und Mitarbeitende, die an Fertility Benefits interessiert sind, zum Beispiel welches Kinderwunschzentrum geeignet ist. Die Idee dafür entstammt einer persönlichen Erfahrung, erzählt sie uns. Ich bin dann damals relativ naiv zu meiner Frauenärztin gegangen, habe gesagt, so, ich möchte jetzt starten. Und hat sie mich halt angeguckt und meinte so, ja, Frau Saft, da müssen Sie sich aber mal ein Kinderwunschzentrum suchen. Und so ist die, habe ich halt gemerkt, so, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie das überhaupt funktioniert, was es kostet und wo ich hin muss. Und da ist mein Research losgegangen und aber auch mal gleichzeitig meine Frustration. Und aus dieser Frustration heraus ist dann doch die Idee entstanden, dass man da selber was machen müsste. Wie hoch die Belastung einer Kinderwunschbehandlung ist, weiß Frauenärztin Anja Weidner vom Kinderwunschzentrum Repromedicum. Die Patienten haben natürlich neben dem psychischen Druck, neben dem gesellschaftlichen Druck und neben dem ganzen Thema des Kinderwunsches, der sie belastet, natürlich auch das finanzielle Thema, die finanzielle Belastung, gerade wenn es öfter nicht klappt, dass sie halt mehrere Versuche machen müssen. Und eine finanzielle Unterstützung würde sicherlich allen Patienten helfen und sie wahrscheinlich auch sehr entlasten in ihrer Therapie, dass sie halt sich nicht um das Finanzielle noch Gedanken machen müssen. Gewisse Grenzen, insbesondere beim Alter, seien aus medizinischer Sicht allerdings durchaus sinnvoll.
Sie müssen sich natürlich schon bewusst sein, wenn Sie jetzt mit der Unterstützung rechnen können, dass Sie es deswegen nicht weiter aufschieben sollten, weil die biologischen Voraussetzungen nicht besser werden. Das ist so ein bisschen vielleicht die Gefahr, dass die Leute sich dann doch noch mal ein bisschen zurücklehnen und sagen, ach, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Aber ab 40 wird es halt immer enger und wird halt immer schwieriger, Schwangerschaften, die auch bestehen bleiben, also weiterlaufen und Baby-Take-Home-Rate sozusagen dann ein Kind mit nach Hause zu nehmen, dann quasi zu erreichen. Wie hoch die maximale Summe ist, die Merck für die Kinderwunschbehandlung übernimmt, behält das Unternehmen für sich. Das erste Fazit zur Einführung des Benefits ist aber eindeutig. Das Feedback, was wir bekommen, ist wirklich sehr, sehr positiv. Einerseits von unseren Mitarbeitenden intern sehr positive Reaktionen. Und ich habe auch auf Social Media eine ganze Reihe von persönlichen Nachrichten bekommen, wo eben Menschen, die selber auf dem ständigen Weg zum Wunschkind gerade sind, geschrieben haben, finde ich toll, was ihr da macht und ich möchte mich gerne bei euch bewerben. Die Kinderwunschbehandlung, ein Thema voller Hürden, Emotionen und finanzieller Unsicherheiten. Doch allein die Diskussion darüber könnte vielleicht dafür sorgen, dass die Themen Kinderwunsch und Familienplanung in Unternehmen etwas enttabuisiert werden.